Federläufer, die 1156, die wird im Stadion getragen von Isabel Talbot-Groß. Da muss ein Fehler unterlaufen sein. Bist du sicher, dass du die richtige Startnummer hast? In der Sporthalle sind dann viele, die dann gucken, wo ist denn jetzt was, ja, die dann da rumirren. Aber was glaubst du, dass bei mir hier mit 10er waren? Vorangemeldet. Ja, vorangemeldet. Euch noch mal hier auf also 10er Mindeststand. 10er Mindeststand. Schwer zu glauben. Hörmer Ika und Daniela Schreck. Mit der 1064. Jawohl, komm, das sieht gut aus. Das ziehst du durch. 1064. Jawohl, nimm die Innenbahn, ist kürzer. Lauris Schwind und Norman ist oben. Schwind in der letzten Runde. Eine Durchsage, wir haben hier ein Telefon gefunden, ein Samsung Smartphone. Wir werden uns irgendeine ganz gemeine Frage ausdenken, um festzustellen, ob es auch der richtige Besitzer ist, der sich bei uns meldet. Ein Samsung Smartphone wurde gefunden. Super. Wo kann man sich da melden? Im Zielbereich. Im Zielbereich bitte melden. Wir müssen dann leider mal in den Speicher gucken, vielleicht nach der Nummer, denn sonst, damit niemand Falsches das Ganze mitnimmt. Wenn uns einer drei Nummern auswendig sagt, den Speicher, den kriegt er das Telefon. Mal ernsthaft, wir haben ein Samsung Smartphone gefunden. Wer das vermisst, bitte im Zielbereich melden. Super. Jawohl, das tut weh, aber das geht noch. Langsam, die Zeit ist erfasst. 1066, komm, ziehen. Super. Was hat er gesagt, Samsung Smartphone? Sabine, tschüss. Hast du es verloren? Ja, hab's verloren. Ich hab gleich geguckt, also meins ist noch da. Ja, und ich bekomme gerade die Meldeliste 10 Kilometer auch reingereicht. Der Führende bei den 3 Kilometern war Samir Bala, der sich da abgesetzt hat, gefolgt von Hatim Hasan Sadeh. Und die waren recht flott unterwegs, wie wir vorher gehört haben. Wo ist schon Streik gesetzt? Samir Bala, glaube ich zum ersten Mal bei uns, führt und macht hier richtig Tempo. Und da kriege ich, glaube ich, die nächste Meldung. Ja, und bei Kilometer 7 sind die 10 Kilometer auf in der gleichen Reihenfolge noch. Stop. Bei Kilometer 7 und wir haben 22, knapp über 22 Minuten bei Kilometer 7. Das ist schnell. Ja, würde ich sagen, das ist schnell. Ja, 3:10 im Schnitt. Das kann mit 32er, mit diese 32er vielleicht sogar unter 32 werden, wenn er das durchzieht. Richtig gut unterwegs. Also wir hören, die 10 Kilometer Läufer sind
auch nicht mehr weit weg. Wir haben vor 1:07 Marke passiert. Das heißt, in 8 Minuten dürfen wir wieder 10 Kilometer hier erwarten. Und es wird eine gute Zeit geben. Da wird es noch 7 Minuten. Also wenn es 31 ja, 30 glatt. Dann muss er schon schnell. Das ist ein Kenianer. Ansonsten ein Rainer war ja einer, der ist 31. Ja, also normalerweise sind es 33. Ja. Ja, also 31. Ja, jetzt warte doch mal ab, vielleicht haben wir mal einen schnellen dabei, wo wir nicht wissen. Die meisten 5-Kilometer-Läufer sind jetzt im Ziel. Es dauert noch kurz, bis wir die 10-Kilometer-Läufer erwarten. Aber es wird nur eine ganz kleine Lücke sein. 5 Minuten. Genauso wie die anderen vorne. Das heißt, die haben genauso euren Applaus verdient. Komm, eine knappe Runde noch, 200 Meter noch. Ich habe gleich geschafft, im Stadion rein, noch eine Dreiviertelrunde, noch 200 Meter hier im Stadion. Und dann habt ihr euren persönlichen Triumph, dann habt ihr es geschafft. Kommt, zieht noch einmal eine Dreiviertelrunde hier im Stadion. 129 Anmeldungen war was bei der Bühne. 113 sind hier. Was war es denn bei der 10? Seit die 10 Kilometer Läufer unterwegs sind. Das heißt noch etwas mehr als 1 Kilometer für den schnellsten, dann sehen wir den hier auch schon. Dauert nicht mehr lang, dann werden wir das Signal bekommen, dass er hier auf der langen Geraden auf das Stadion zu. Wo warst du? Bei der Voranmeldung. Ja, welcher Bereich? Halb oder 10? Oder? Das ist gemischt. So, nee, das ist schon gemischt. Das ist alles. Da kriegst du noch einmal Arbeit. Ich schaue immer so ein bisschen zu unseren Leuten hier.
vorm Stadion noch ein Zeichen bekomme, dass es für uns war, 10 Kilometer kommt. Ja, jetzt wollen wir mit der Musik mal ein bisschen motivieren, dass sie noch Gas geben, dass ihr noch ein paar gute Zeiten abliefern. Nach gut 28 Minuten bei 9 Kilometern, wenn man das hochrechnet, könnte noch eine Zeit unter 32 werden, dann muss er richtig gut ziehen am Schluss. Und noch Applaus für die 5 Kilometerläufer, die jetzt noch hier ins Stadion kommen. Ich bekomme das Signal. Das Führungsfahrrad und der erste 10-Kilometer-Läufer hier auf der Geraden aufs Stadion zu. Wir werden gleich den Sieger im 10-Kilometer-Lauf hier begrüßen. Die Hälfte der Geraden hat er schon hinter sich. Unser diesjähriger Sieger im 35. Lokalmatador Golffahrtlauf des TSV 05 Rot. Er nähert sich dem Ziel. Das ist doch nicht der Wege. Gutes Tempo, guter. Ja. Gut unterwegs.